Er ist halt klein, ich hab trotzdem anderen Sex. Das ist lächerlich, wenn er das immer wieder bringt, ey, oh mein Gott. Ey, das kann ich nicht reinschneiden, Digga, das geht nicht, Alter. Das ist zu heftig, schade. Schade, was zur Hölle? Denkst du echt, es gibt Frauen, die sagen so, ja. Oh mein Gott, der ist so ehrlich, dass es schon wieder attraktiv ist. Ich muss ihn. Frag mal die zwei, mit denen ich mich abzufinden. Fragen, ob er sich mit mir trifft. Meine bartliebenden, Bucketlist-streichenden, Chocolate-verehrenden Zuschauer, Fellows. Ich muss jetzt mal versuchen, ernst zu bleiben, weil heute beginnt etwas Großes und etwas Neues. Beziehungsweise es wird eine neue Rubrik geben auf unserem Kanal. Und in dieser Rubrik passiert das Inspirierendste und Schönste, was mir hätte einfallen können für diesen Kanal. Und zwar geht es nicht mehr länger nur um meine Bucketlist, sondern vor allem um die Bucketlist anderer. Jetzt kommst du ins Spiel. Ja, wir haben uns heute überlegt, einen Punkt meiner Traumliste, die ich im Leben noch erreicht haben möchte, abzuschließen. Und zwar, als ich das erste Mal in Leipzig im Höfe im Brühl war, habe ich hier den infernal geilen Flügel gesehen. Und da ist in mir der Traum gereift, einmal dieses Teil so lange zu spielen, bis ich von irgendeinem Sicherheitsbeamten unterbrochen werde. Okay, die Frage ist, wo sind wir jetzt eigentlich? Naja, genau, in Leipzig im Höfe im Brühl. Sieht zwar aus wie... das Wohnzimmer der Dame, die uns heute unterstützt, aber wir sind tatsächlich im Höfe am Brühl. Sieht echt bei dir so aus? Wir machen hier zwei verbotene Dinge, nämlich Film und auf dem Flügel spielen eine abgesperrt. Unterstützt bitte auch den Elias in seinen Kanal, beziehungsweise seinen Instagram-Account. Ich möchte ja immer noch, und Steve genauso und alle anderen, die ihn schon auf anderen Videos gesehen haben, wollen ja immer noch, dass er auch mit YouTube durchstartet. Irgendwann schaffen wir es, dass er es tatsächlich macht. Ansonsten lebt er also auf meinem Kanal auf. Das bringt mir natürlich auch Klicks. Perfekte Sache. So machen wir das Ganze. Bevor wir diese Aktion heute starten, muss der Elias noch ein bisschen üben. Tim hat sich gedacht, sucht er sich den teuersten Laden, den es in Leipzig gibt. Das ist nur blöd, als Ken Steinway & Sons. Alles gut. Werden wir mal schauen. Nicht übel, ey. So, Leute, ich zitter ein bisschen, weil ich ein bisschen nervös bin. Elias ist schon bereit. Und das Klavier steht da drüben. Ja, sind wir ran. Der zieht das echt durch, Alter. In dem weißen Klavier spielen oder was? Nee, schade. Schwarz. Glaubst du, wenn er so nett war, dass er dich gleich angreifen wird? Ich bin der Meinung, du solltest dich nochmal dran setzen und spielen, so lange wie es geht. Digga, also wenn du Eier beweist, dann richtig. Das wird richtig Ärger geben. Richtig heftig Ärger. Und er kommt wieder. Und er kommt wieder. Und er kommt wieder. Was
verpasst, ja, sorry. Da hat noch was undeutlich geredet. Yeah. Wenn du Hausgebot machen müssen, scheißegal. Elias, komm mal her. Bist du nicht auch der Meinung, dass, dass alle guten Dinge drei sind? Nee. Nur bis er wiederkommt und dann hauen wir ab, okay? Nee. Nur bis er wiederkommt. Bitte, Digga. Bitte, Digga. Ich habe ein bisschen Pipi im Auge, weil das die Aktion gerade, die war echt geil. Also Elias, ich muss sagen, so, ja, als ich das zweite Mal gesagt habe, setz dich dran, dachte ich echt nicht, er macht es natürlich. Okay, ich würde sagen, ist so diese Kälte-Ziehen. Aktion einen Daumen hoch wert? Gebt Elias einen Daumen hoch. Bitte ermutigt ihn. Ja, ermutigt ihn bitte weiter damit zu machen. Wenigstens auf meinem Kanal, wenn er es nicht mit seinem eigenen Spend weiter macht. Spend mir schön, ich hätte das Ding gerne bei mir daheim stehen. 50.000 reichen schon. Ja. Also wenn 50.000 von euch 1 Euro spenden, würde das schon reichen. Schön. Es können auch 100.000 50 Cent spenden. So, jetzt wollen wir mal ernst werden. Ich finde, dass wir mit solch geilen Aktionen echt mehr Abos auch verdient haben. Deswegen der letzte Appell an euch. Wenn ihr mehr von anderen Leuten Bucketlist sehen möchtet, wenn ihr mehr von so einem Scheiß sehen möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall auch mal auf dem roten Knopf euch verirren. Wenn nicht, dann werdet ihr mich nie wiedersehen. Das ist jetzt dein Kanal. Mach was draus, Junge. Aktion habt ihr heute sicherlich gehört oder habt ihr gesehen, was wir machen. Alex hat hier sein Fahrrad angeschlossen und natürlich seinen Scheißschlüssel vergessen. Und meine Wenigkeit probiert jetzt dieses Pass zu knacken. So schnell kann es gehen. Und schubst, ist das Fahrrad abgeschlossen.